im Handel zu kaufen gibt. Freuen Sie sich jetzt unter anderem auf David Hasselhoff, Tony Christie, Bernhard Brink, Stefanie Hertel, um nur einige der großen Namen zu nennen. Und natürlich auf Toni Marschall. Heute wollen wir Freunde sein. So ein Tag, so schön wie heute, kommt vielleicht nie wieder. Alle singen eins, zwei, eins. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen jetzt meine beiden Double vorstellen. Toni, du warst einfach spitze. Danke. Hervorragend. Und das ist der kleine Toni, mein Sohn Pascal. Hast du toll gemacht. Super. Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier in unserer Festscheune im Dorf Münsterland. Herzlich willkommen auch Sie, liebe Zuschauer zu Hause, zu unserer großen Frühlingsshow in Sat.1. Und bei uns dreht sich heute alles nur um den Frühling. Ich habe drei prominente Gäste eingeladen. Kinder werden von uns malen, sie werden Geschichten erzählen, Gedichte vorsagen, sie werden tanzen und sie werden singen. Und unsere Stars der Volksmusik und Popszene werden uns mit ihren großen Hits durch diesen Abend begleiten. Und wenn ich so mich umschaue, dann erkenne ich, dass sich alle schon so richtig heimisch fühlen hier in unserem Städtchen, in unserem Dorf Münsterland, in unserem Städtchen. Wo bleibt man nach dem Kirchgang stehen? Wo wollen alle Männer ins Wirtshaus gehen? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo riecht die Landluft noch nach Land? Wo hat mein Herz nicht nur Verstand? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo hat der Pfarrer erst Respekt, wenn er beim Skat die Lehre schlägt? In unserem Städtchen, in unserem Städtchen. Wo
löscht die Feuerwehr vereint den brennenden Durst mit Bier und Wein in unserem Städtchen. Trink, lach, sing und nimm dir fürs Leben Zeit. Trink, lach, sing nochmal. In unserem Städtchen, damit ist natürlich das Dorf Münsterland gemeint. Und hier in unserer Festscheune machen wir jetzt unser Scheunentor ganz, ganz weit auf und lassen den Frühling herein mit all seiner Pracht und meinen ersten prominenten Gast, auf den ich mich wahnsinnig freue. Eine schöne Maid, eine Sängerin, eine Schauspielerin. Herzlich willkommen, Lotti Kregel. Hallo. Grüß dich. Komm, wir setzen uns dahin. Machen es uns bequem. Lotti, Frühling, für mich die schönste Jahreszeit. Und du bist ein Großstadtkind. Ja. In Kölle am Ring bist du geboren. Richtig. Und wenn ich an den Frühling denke, dann fällt mir immer sofort ein Zitat ein. Man kann einen seligen, seligsten Tag haben, ohne etwas anderes dazu zu gebrauchen, als blauen Himmel und grüne Frühlingserde. Wie recht du hast, Lotti. Mhm. Wie recht du hast. Lotti. Wir wollen von dir eine kleine Frühlingsgeschichte hören. Und ich bin sicher, du hast uns eine mitgebracht. Lass mal hören. Ich habe eine erlebt. Du hast schon eben sehr richtig gesagt, ich bin in der Altstadt in Köln groß geworden, aufgewachsen, habe viele Jahre da gewohnt. Aber es hat zwar viele Bequemlichkeiten. Du brauchst kein Auto, kannst alles zu Fuß machen. Aber wenn du vorne rausguckst, hast du graue Häuser. Keine Blümchen. Wenn du hinten rausguckst, hast du graue Häuser. Und dann hatte ich natürlich, wie alle Menschen, den Traum vom eigenen Häuschen mit Garten. Und eines Tages ging dieser Traum in Erfüllung. Und da stand ich nun in diesem Häuschen am Fenster und guckte das erste Mal wieder in einen Garten und sah, wie so ein Tulpenköpfchen ganz vorsichtig sich aus der Erde stahl und wie die kahlen Äste ganz kleine, frische, grüne Blättchen kriegten. Frühlingserwachen, die Krokusse. Und ein paar Maulwurfhügel, weißt du, die meisten, die mögen die ja nicht. Aber für mich war das ein Erlebnis. Und ich habe vor Glück richtig geheult. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass mir was abhanden gekommen war. Das Gefühl für die Natur. Und da habe ich ein Lied, also einen Text geschrieben zu einem Lied. Das war das erste und einzige Mal, dass ich überhaupt einen Text geschrieben habe. Glücklich sind das Kameliere. Ja, ich habe kein Klavier hier und keine Geige und keine Flöte. Aber ich gebe dir mal den Ton, ja? Oh ja, tief, tief, Ass. Glücklich sind das Kameliere. Muss man jeden Tag probieren. An einem blauen Himmel freut han. Und ein Streit direkt bereut han. Ein leiser Händedruck ist fürs Glück manchmal genug. Oder wenn sich zwei verdrahre, kann dat auch euch glücklich machen. Ist das nicht zauberhaft? Ist das nicht schön? Lotti, wunderbar. Bye-bye. Und wenn wir schon vom Frühling und von der Natur sprechen, ich habe eine Bitte. Lasst uns unsere Umwelt erhalten. Die Bitte erfüllen wir dir gerne. Lotti Gräbe. Lotti, wir haben einen Kindermalwettbewerb veranstaltet und haben zum Thema Frühling und haben aus einer Vielzahl von Bildern vorab mal 15 kindliche Meisterwerke ausgesucht. Und deine Aufgabe wird sein,
drei, die drei schönsten jetzt vorab auszuwählen. Oh, ich sehe jetzt schon, das wird du sehr schwierig. Du bist nicht alleine, zwei liebe Kollegen von dir werden dich dabei unterstützen. Und wir haben jetzt eine Überraschung für dich, Lotti. Guck mal, der Frühling hier in Form eines bunten Blumenstraußes. Oh. Hallo. Hallo. Und wir begrüßen dazu recht herzlich unsere amtierende deutsche Blumenfee, Brigitte Feldkamp. Herzlich willkommen bei uns. Ein Hauch von Frühling. Ja, der Blumenstrauß ist im Trend 92 gearbeitet. Im Trend 92, ja. Also Gänseblümchen wäre mir genauso lieb. Ja, oder Löwenzahn. Ja, aber so ein bisschen. Oh, guck mal, hier sind Weidekätzchen. Die sind geschützt, Leute, das weißt du. Weidekätzchen sind geschützt, dann haben wir hier Tulpen drin, Mohnblumen, Schneeball, Kalla. Also es sind eigentlich so die wohin man schaut hier in der Festscheune, ein Meer von Blumen. Rechts eine Blume, links eine Blume und hier diesen herrlichen Frühlingsstrauß, den darfst du mit nach Hause nehmen, Lotti. Oh, der ist ja? Aber schön, danke. Und dir, Brigitte, sagen wir recht herzlichen Dank für dein Kommen. Schön, dass du hier warst. Alles Gute und alles Liebe in deiner Amtszeit im Jahre 1992. Vielen Dank. Und mit euch beiden sage ich jetzt den nächsten Künstler an. Und zwar ein toller Bursche, ein Tausendsassa. Und wenn ich den frage, Frankie, hast du Lust? Dann sagt er nie nein. Hier ist er. Bernhard Brink und hast du Lust? Der Tag schmeckt nach Sommer, der Himmel ist blau, wie hingemalt. Und ich krieg dich nicht aus dem Kopf, seit gestern Nacht. Du warst so ganz anders und ich spür genau, zum ersten Mal hat irgendwas in meinem Herz Klick gemacht. Ohne Mädels,
Toni. Hallo, grüß dich. Was machst du denn hier, sag mal, Junge? Oh, hey, ich moderiere die Sendung, das ist meine Show, Toni, Toni, noch einmal. Ich denke, du wärst Sänger, sag mal. Natürlich, ich singe auch hin und wieder, aber heute moderiere ich diese Sendung, ganz klar. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Hör bloß auf, Junge. Egal, ob du moderierst vermies oder singst. Vermies mir die Show nicht, ich sag dir es. Ja, weißt du eigentlich, wie unbeliebt du bist? Das darf nicht wahr sein. Ja, Moment, Moment. Das sagt er zu mir. Ich erkläre das jetzt. Du bist wirklich sehr, sehr unbeliebt. Ich habe eine Umfrage gemacht. Schau das mal an, was jetzt kommt. Ach, was soll ich da sagen? Das ist in meinen Augen ein Hampelmann. Aus Interviews oder so, das haben wir nicht sonderlich sympathisch, ne? Naja, ist schon alterssenil. Hat einen schlechten Charakter, ja, aber die Umstände haben ja dazu gezwungen wahrscheinlich auch. Ich gönne ihm auch die Rente nicht. Der Mann tut mir halt ein bisschen leid. Er ist mit Leid nicht am Platze. Ich kenne den ja weiter nicht, ich weiß nur, was er umgezogen war, gell. Was er gemacht hat, finde ich eigentlich nicht gut, also dass er Geld unterschlagen hat. Soll sich halt irgendwo Asyl suchen und sein Leben fristen. Menschlich? Mhm. Mies. Da, Toni, da siehst du es. Da geht's los, ja. Aber du machst doch wie Howard Carpendale, mach immer so. Ne? Ich sag dir, was ich jetzt gehört habe, du, Toni. Das hätte mich fast umgehauen. Ja, das machst du ich so war dem Sendung Herzinfarkt hier. Nah, aber ich glaube das nicht, was hier gesagt wurde. Hm? Das war mit Sicherheit eine getürkte Sender, komm her, du hast da so einen Zettel in der Hand, wo da drauf steht. Ich kenne dich doch, du altes Schlitzohr, du. Ich dachte mir es doch. Wissen Sie, nach wem gefragt wurde, nach welcher Person? Sehr aktuell übrigens. Was halten Sie von Erich Honecker? Toni. Wow, bin ich froh, dass ich das nicht war. Sei froh, ja. Gerne. Ja. Laut Statistik kennen mich 97% der Bundesbürger. Ja, meine Mutter kennt das mich heißt auch, ja. Im Klartext, von 10 Personen kennen mich 9,7. Finanzamt auch, ja. Und mit dem 3%, hör mal, da lässt sich gut leben, glaub mir das. Und übrigens, schau mal, was ich alles so gesammelt habe. Ich war in Wiesbaden in der Fußgängerzone. Das sollst du mal angucken, als Straßenmusikant. Du bist ja gnadenlos. Ne? War nicht meine Mutter. Das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Ein Stundenlohn von 41 Mark und 54. Dafür musst du lange arbeiten, Junge. Ja, alles leicht. Wahrscheinlich kannst du nicht mal Blockflöte spielen, oder? Aber auf dem Kamm blasen kann ich. Nee, lass das lieber sein. Ja? Meine Damen und Herren, frech, aber sympathisch. Bernhard Brink. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Der erfolgreichste Hahnflötist der letzten Jahre. Ein Meister auf sein Instrument. Ich freue mich wahnsinnig. Er ist heute Abend hier bei uns. Edward Simoni mit Wärmeland. Thank you.
Edward Simoni und seine Zauberflöte. Edward, hier muss man ja gratulieren zu deiner zweiten goldenen Schallplatte. Und das innerhalb von einem Jahr. Vor wenigen Wochen seine zweite goldene LP. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tony, ich möchte dir auch gratulieren. Zu was? Zu deinem fantastischen Blockflutenspiel in Wiesbaden auf der Fußgängerzone. Es war wirklich einmalig. Er ist freundlicher zu mir als der Bernhard Brinkmann, das merkt ihr. Was wollen wir spielen zusammen? Ich würde vorschlagen, vielleicht Amazing Grace. Ich habe sie sogar bei mir, die Flöte. Oh. Amazing Grace. Edward Simoni und Tony Marshall. Tolle Stimmung herrscht wie heute Abend hier bei uns in unserer Festscheune im Dorf Münsterland. Da darf einer nicht fehlen, mein zweiter prominenter Gast. Ich freue mich wahnsinnig auf ihn. Herzlich willkommen, Heinz Eckner. Heinz, schön, dass du hier bist. Oh ja. Also, liebe Freunde, wenn ich den Heinz treffe, ich muss mich immer erinnern, wir waren beide mal vor vielen Jahren als Stimmungskanonen engagiert. In Hannover. Beim Sechstagerennen. Beim Sechstagerennen, richtig. Und der Heinz hat da den Saal in Stimmung versetzt, die Halle. 5000 Besucher waren wohl da. Und die Radfahrer, die wurden immer schneller und immer schneller. Aber ich denke, das haben wir beide gemacht. Anständig. Du hast wie anständig wir sehen, auch. Eine tolle Stimmung. Ja, und wir haben auch anständig hier, schau mal, was für uns vorbereitet ist. Das ist sehr anständig. Und das kommt mir jetzt gelegen, Heinz. Ah. Ich möchte dich einladen. Ich bitte darum. Zu einem kühlen, köstlichen Bier. Hast du Bock auf Bier, natürlich? Immer. Immer. Das ist ein Maibock. Na, dann. Prost, mein Freund. Prösterchen. Wiedersehen. Prost, ihr Lieben. Zum Wohlsein. Oh. Von dem Stoff einen ganzen Anzug. Köstlich. Ja, heutzutage sind unsere Kleinen, unsere Kids, wie man sie nennt, wesentlich aufgeklärter, als wir beide das waren in dem Alter. Die haben Sprüche drauf, die Mädels und die Jungs. Zum Beispiel, lass mich dein Labello sein. Wow. Oder, ich würde dir ohne Bedenken eine Speiche aus meinem Mountainbike schenken. Wow. Ist das was hier? Unser Kleinen. Frühling wird es im Kalender. Und wir haben unsere Kleinen gefragt zum Thema Frühling. Was fällt euch da ein? Und das hören wir uns jetzt mal an. Fahrradfahren. Narzissen. Rollschuhfahren. Tulpen. Osterglocken. Picknicken. Osterhase. Frühlingsputz im Haus. Fernsehen gucken. Manchmal machen wir, glaube ich, auch ein Frühlingsfest. Also was mit den anderen Leuten passiert, willst du auch noch wissen. Den anderen Leuten, die anderen Leute, also das weiß ich ja nicht, was ich mir, also was die machen. Ich bin ja nicht die anderen Leute, ich bin ja nicht der, die anderen Leute sind, meine ich. Ich bin ja nicht du und ist ja nicht ich, aber zum Knuddeln sind sie, unsere Kleinen. Apropos. Kleine Kindheit, Frühling, Heinz, jetzt erwarten wir alle hier in der Festscheune eine tolle Geschichte von dir zum Thema Frühling. Komm, schieß los. Ja, ist gar nicht mal so lange her. Kleine, ganz kleine Geschichte. Wir fuhren zu einem Frühlingsfest nach Mülheim. An der und Ruhr. Zwar
Ja, ja, richtig. Und zwar der Gotthilf Fischer und ich. Und wir saßen im Wagen, hatten einen Fahrer dabei und wir fanden den Parkplatz nicht. Und da sind wir rangefahren. Ich sagte, du guck mal, da steht ein Polizist, mach mal Scheibe. Und ich mach die Scheibe runter. Frag den Polizisten, in dem Moment kommt ein Mann angestürzt, sagt, Herr Eckner, ha, dass ich Sie mal hier sehe, ist ja toll. Guckt hinten in das Auto rein, sieht den Gotthilf Fischer sitzen und sagt, ach, guten Tag, Frau Eckner. Was schön seid. Das ist eine schöne Geschichte, aber typisch Heinz Eckner. Heinz, herrlich, Heinz, wir gehen mal rüber zu unserer Lotti. Schau mal, die macht sich jetzt schon Gedanken über die drei ersten Preise. Und auch du wirkst mit als Juror heute Abend. Was für ein Juror? Und ein Juror. Du musst hier mit der Lotti zusammen die drei schönsten Bilder aussuchen. Und ich weiß, ihr schafft ganz das alle mal. Ganz Juror. Grüß dich. Okay. So. Vielleicht erinnern sich viele von hier, jeder mal war ein Kind, wir haben viele Kinder, aber die Erwachsenen zum Beispiel. Zu meiner Zeit, da musste man also im Frühling musste man die Schuhe ausziehen. Was machst du denn hier, sag mal? Bist du bescheuert? Du rennst mir hier mit dem Besen vor der Nase rum, störst mich bei der Moderation, das ist eine Sendung. Junge, halt dich da raus. Barfuß laufen und am liebsten dann in die Pfützen reingetreten und dann auf dem Land vor allen Dingen. Die Tiere, die Kühe, die Gänse, Enten, Hühner, den Hühnern haben wir die frischen Eier aus dem Nest rausgeholt und haben es aus. Der kommt schon wieder. Das ist ja unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Das mache ich 25 Jahre im Fernsehen. Und der ein richtiger staubiger Bruder. Jetzt machst du den Dreck alleine und ich mache Pause. Spaß beiseite. Ernst, komm her. Bist mir nicht mehr böse, dass ich so grob war vorhin zu dir. Nee. Meine Damen und Herren, unser Weltmeister im Besen jonglieren. Ernsthaft. Der neue weiße Riese Kompakt. Ein echtes Kraftpaket in Test. Schmutz und Flecken, dicht an dicht. Ein Fest für den weißen Riesenkompakt. Der wäscht weiter und noch weiter. Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Immer wieder werde ich gefragt, ob im Goldbeeren Gold oder Gummi drin ist. Dabei weiß doch jeder, dass die aus ganz natürlichen Goldbeerenzutaten hergestellt werden, nach einem uralten Geheimrezept. Und das verrät uns jetzt Dr. Hans Riegel, der Chef persönlich. Tommy, du darfst alles essen, aber nicht alles wissen. Ich will's ja gar nicht wissen, ich will's dir nur sagen. Dürfen. Toledo. Ansprüche werden Realität. Traumhaft schönes Haar, auch wenn's schnell gehen soll. Völlig neu von L'Oreal. Elvital Schaumbalsam. Nach jedem Haarewaschen Elvital Schaumbalsam. Der erste Pflegebalsam in Schaumform, den man nicht ausspülen muss. Das Haar wird sofort kennbar. Perfekt gepflegt. Ohne Ausspülen. Mein Haar ist geschmeidiger, glänzender. Elvital Schaumbalsam macht es leicht und locker. Elvital Schaumbalsam von L'Oreal. Sofort schönes Haar, ohne Ausspülen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Der Milram Fruchtquark. Verführerisch lecker, weil er so fruchtig und cremig ist. Und wer auf die Figur achtet, freut sich auf Milram Fruchtquark leicht. Der Milram Fruchtquark. Ich freue mich drauf. You know when it's right. You know when you feel it, baby.
You hold it, you hear it, you taste it, it's right. Pepsi Light, You got the right one, baby. Pepsi Light. Is this irrepressibly lovable, unsurpassably quotable, and intimately soulful? You got the right one, baby. Ist meine x-te Diät. Bisher habe ich nie durchgehalten. Aber jetzt weiß ich mir zu helfen. Ricatul N. Gut, nicht? Ricatul N reduziert den Appetit, erleichtert Ihre Diät. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sat 1 Collection. Erhältlich im Modefachhandel. Der Schäfer auf seinem Schäferstab. Und die Schäfer sind eingetroffen hier im Dorf Münsterland. Ohne Schafe, aber mit einem süßen Kind. Ein Zigeunerkind haben sie mitgebracht. Und achten mal auf die Füße. Barfuß sind sie auch. Doch zuvor kommt ein liebes, 11-jähriges Mädchen zu uns. Sie ist noch nicht erwachsen, aber sie zählt schon zu den größten in der Volksmusik. Wir freuen uns auf Sie und sie lädt uns alle ein, mit ihr gemeinsam Ferien zu machen auf dem Bauernhof. Stefanie Hertel. Wo um 5 Uhr früh
Wir kommen nun zu einem jungen Künstler. Den sah ich ganz besonders gerne an, denn er wird Sie alle verzaubern hier, in Frühlingslaune versetzen. Freuen wir uns auf Jan Dietken. Danke sehr. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie etwas verzaubern. Dazu habe ich dieses Seil mitgebracht. Ich möchte Ihnen nämlich einen Schleifentrick zeigen. Ich komme am besten mal einige Schritte ins Publikum. Vielleicht können Sie das Ende gerade mal festhalten. Nur festhalten, bitte. Jetzt kann die Kamera Sie schlecht sehen. Stehen Sie ein Stückchen auf, ein bisschen aufstehen. Noch ein bisschen, so. Kommt vielleicht ein Stück nach vorne, jawohl. Etwas weiter, etwas weiter. Danke, danke. Einen Schleifentrick wollte ich zeigen, meine Damen und Herren. Und das war auch schon der Schleifentrick. Ein Trick, mit dem man einen Zuschauer auf die Bühne schleift. Ja. Ja. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Wolfgang. Herzlich willkommen, Wolfgang, auf der Bühne. Haben Sie jemals auf einer Bühne gestanden? Nein. Nein. Also, gut. Wolfgang, Sie werden jetzt hier im Mittelpunkt des Geschehens stehen, denn ich kann nicht nur zaubern, sondern ich kann auch Ihnen blitzschnell Zaubern beibringen. Wow. Sie sehen Sie gar nicht aus wie ein Zauberer, das ist ein kleines Problem. Ich habe aber ein Jackett für Sie mitgebracht, ein Zauberjackett. Das will ich Ihnen kurz umhängen. So. Wow, passt wie angegossen. Es fehlt das Wichtigste, meine Damen und Herren, der Zauberzylinder. Stück nach rechts, bitte. Stück nach rechts. Meine Damen und Herren, heute hier im Dorf Münsterland, live für Sie, aus Las Vegas. Nein, woher kommen Sie, Wolfgang? Aus Wilmersdorf. Fast das gleiche wie Las Vegas, meine Damen und Herren. Ja. Fast das gleiche Wilmersdorf und Las Vegas, wer kann das schon unterscheiden? Meine Damen und Herren, heute hier, live für Sie aus Wilmersdorf, der große Wolfini. Musik ab, bitte. Einfach zauberhaft. Das war einer der raffiniertesten Tricks, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Danke. Aber wie das geht, Jan, nicht verraten. Vielen Dank, Jan Alles Dietken. Da. Tschüss. Tschüss, Wolfgang. Ja, und wen haben wir denn da? Ihn haben Sie natürlich schon längst erkannt. Unseren Zauberlehrling, Wolfgang Völl. Sitzt meine Krawatte gerade? Die sitzt gerade aus, ein bisschen Konfetti da. Dankeschön. Oh, das nehme ich meine Frühlingskrawatte. Ja, natürlich, und die Frühlingsfrisur ebenfalls. Ja. Ja. Wolfgang, was habe ich da gehört?
Du bist Pensionär? Ja, ich bin pensioniert seit 2 Jahren. Das glaubt ja kein Mensch hier in der Festscheune. Ich arbeite aber trotzdem sehr gerne und ich freue mich auch als Pensionär noch auf den Frühling. Ja, das glaube ich. Unser gemeinsamer Freund Ringelnatz hat mal gesagt, was die Eier betrifft, ich könnte alle Hennen küssen, die diese langgezogenen Kugeln legen. Wolfgang, ich bin sicher, dass du eine hübsche Geschichte zum Frühling mitgebracht hast. Vielleicht irgendwie so ein Gedicht. Ein Gedicht. Ist eine gute Idee. Ja, auf geht's. Die Bäume schielen nach dem Wetter. Sie prüfen es, dann murmeln sie, man weiß in diesem Jahre nie, ob nur raus mit den Blättern oder rin mit den Blättern oder wie. Aus Regen wurde wieder kühle, die Oberkellner werden blass und murmeln ohne Unterlass. Also raus mit den Stühle oder rin mit den Stühle oder was? Die Pärchen meiden nachts das Licht. Sie hocken Probe auf den Bänken, in Frühling. Den Alleen, wobei sie denken, also nur raus mit den Gefühle oder rin mit den Gefühle oder nicht. Der Lenz geht diesmal auf die Nerven und gar nicht, wie es immer heißt, ins Blut. Wer liefert Sonne in Konserven? Na, günstigen Fall, es wird ja doch alles wieder gut. Es ist schon warm, wird es so bleiben? Die Knospen springen im Galopp und auch das Herz will Blüten treiben. Also raus mit den Stühle und rin mit den Gefühle, als ob. Rin in die Klamotten, raus in die Klamotten. Hat er das nicht schön vorgetragen? Ein Gedicht von Erich Kästner, atmosphärische Konflikte. Hast du wunderbar gemacht. Dir. So, Wolfgang, wir gehen mal rüber. Ja. Schau mal, die Lotti und der Heinz, die sind schon damit beschäftigt, aus den 15 Bildern die 3 schönsten auszusuchen. Und du bist als Juror natürlich auch aufgerufen, gerne, hier mitzuwirken. Also, ich weiß, ihr macht das richtig und ich lasse euch jetzt ganz, ganz alleine. Ich habe jetzt den nächsten anzusagen. Also, viel Spaß bis nachher. Danke. Meine Damen und Herren, hier in der Festscheune und Sie zu Hause, Bernd, Olaf und Manfred aus Knittlingen kommen jetzt zu Ihnen. Kennen Sie ja. Kennen Sie alle, ne? Ne? Müssen Sie kennen. Die erfolgreichste Popformation seit nunmehr 20 Jahren. Die Tränen der kleinen Eva, die sind längst schon getrocknet und Sie haben...
Unverkennbar. Der Sound der Flippers. Hasta la vista. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich hatte immer schon Schwierigkeiten, etwas auswendig zu lernen. In der Schule und später auch. Und jetzt die Texte, die Schlagertexte oder meine Moderation. Aber heute Abend möchte ich es Ihnen allen mal beweisen. Heute versuche ich mich zum 265. Male. Und ich denke, heute schaffe ich es. Zum Frühling ein Gedicht von Ringelnatz. Wenn ich zwei Vöglein wär und auch vier Flügel hätt, flög die eine Hälfte zu dir und die andere, die ging auch zu Bett. Aber hier zu Haus, bei mir, wenn ich einen Flügel hätt und gar kein Vöglein wär, verkaufte ich ihn dir und kaufte mir dafür ein Klavier. Wenn ich kein Flügel wär, der linke Flügel beim Militär, und auch keinen Vogel hätt, flög ich zu dir. Das aber nicht kann sein, bleib ich im eigenen Bett, allein zu zweien. Ich hab's geschafft, zum ersten Mal in meinem Leben auswendig ein Gedicht. Ja, liebe Freunde, wir haben die Kinder gebeten, uns ein Gedicht vorzutragen über das Thema der Frühling. Und ich weiß, Sie können es viel, viel besser als der Toni. Wir hören uns das an. Warte, was habe ich hier? Eine Zwiebel, ich schenke sie dir. Scheint sie dir allzu geringen? Es ist ein verzaubertes Ding, nicht? Daraus wird was schlüpfen im Mai. Wie ein Vogel aus dem Ei. Wie ein Paradiesvogel schön, wird eine Tulpe im Garten stehen. Ja, wunderbar, unser Klein. Wir haben drei kleine Kinder hier, 8 Jahre jung, 2 Mädchen, Miriam und Katja und ein zauberhafter kleiner Junge, der Alexandre. Und sie gehören zu einer neuen Gruppe Topas. Ihr erster Auftritt im deutschen Fernsehen und sie haben ihren Singerman mitgebracht. Die Gruppe Topas mit Sing Singerman. Tränen wie Kirschen vom Baum, malt einen Sommertag in deinen Traum. Silberne Schlüssel öffnen dir Türen, lass dich zu einem Lächeln verführen. Er macht daraus ein zärtliches. Kleinen Spiel, nur für
Ja, liebe Freunde, ich schreibe seit Jahren an meinen Memoiren. Nur kein Mensch interessiert sich dafür. Kein Verlag will sie drucken. Und ich kenne einen, der wiederum kennt auch einen. Und dem geht es genauso wie mir. Den will auch keiner haben. Hier sind die beiden. W.C. Ja, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich riesig, Sie hier in dieser tollen Halle begrüßen zu dürfen. Mit mir freut sich auch heute Abend wieder der Generalmusikdirektor des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr unter der bewährten Leitung von Toni Marschall. Toni. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Schaffner, ich möchte es kurz machen. Während meines letzten Campingurlaubs an der Sösetalsperre traf ich einen jungen Mann, der sich mit einer ganz außergewöhnlichen Ballsportart beschäftigt. Ich habe ihn näher kennengelernt, fand ihn ungemein sympathisch, habe ihn gebeten, mit mir nach Lechten zu kommen. Was soll ich Ihnen sagen? Er hat zugesagt, ist hier. Begrüßen Sie bitte mit mir Hubi aus Siegen. Hubi. Hallo. Hubi, da bist du ja. Ja. Hubi, ja? Wie geht's dir denn? Wie es mir geht? Ja, wie geht's dir denn? Oh, na prima. Na prima, Hubi, ja. Das freut mich natürlich. Ja. Hubi, ich habe unseren Gästen schon von deinem Hobby erzählt. Oh, wei. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir können das Geheimnis jetzt lüften. Hubi jongliert und er möchte Ihnen allen nun eine kleine Kostprobe seines Könnens geben. Was bleibt mir als zu sagen, Bühne frei für Hubi aus Siegen. Bitte schön, Hubi. Ja. Super, Hubi! Klasse! Toll! Toll, Hubi! Wirklich Spitzenklasse! Das war sensationell! Aber meine Damen und Herren, ich sehe schon, Sie ahnen bereits, das kann es natürlich nicht gewesen sein. Nee. Hubi hat mir eben kurz vor der Show gesagt, dass er noch einen tollen Trick kann mit diesen drei Bällen. Ja. Und dass er Ihnen diesen Trick jetzt gerne einmal zeigen möchte. Ja, gerne. Bitte schön, Hubi. Ja. Jetzt? Ja, Wahnsinn! Wahnsinn! Auf einem Bein und mit drei Bällen gleichzeitig, Hubi. Das ist wirklich unglaublich, das übertrifft alles bisher da gewesen. Ja. Aber leider ging es unserem Hubi nicht immer so gut wie heute. Nee. Er hat eine wirklich schwere Kindheit hinter sich. Oh, ja, 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 ja. Sein Vater Trinker. Die Mutter Schauspielerin. Und Hubi selbst musste leider mit 19 vorzeitig die Grundschule verlassen. Wegen einer Gelbsucht. Sie sehen das hier sehr deutlich. Wir möchten Ihnen jetzt Hubis Leidens- und Lebensweg in kurzen Bildern schildern. Hubi, wie gesagt, mit 19 vorzeitig von der Grundschule wegen dieser verflixten Gelbsucht. Als er dann mit 29 endlich in die Pubertät kam, hatte er nur noch ein Problem. Er suchte eine Frau fürs Leben. Naja, jeder Trottel hat mal Glück. Toni, du weißt das sicher selbst am besten. Hubi traf die Frau seines Lebens, die rothaarige Monika. Monika war eine wirklich scharfe Frau, ein teuflisches Weib. Und sie verdrehte unserem Hubi ganz schön den Kopf in der Zeit. Die beiden verbrachten ein paar ungemein stürmische Tage miteinander. Oh, Menno, hey. Doch schnell schon war es Monika verständlicherweise zu langweilig und sie hielt Ausschau nach anderen Männern. Es kam, wie es kommen musste, meine Damen und Herren. Monika traf den Mann ihrer Träume, den blauen Hans. Hans von Beruf Schnelltrinker und stadtbekannter Frauenheld drängte sich in das ach so junge Glück. Boah. Ja, das war eine schwere Zeit für Hubi und er spürte tief in seinem Herzen die eisige Kälte der Einsamkeit. Boah. Da. Plötzlich klopfte es an der Tür. Draußen stand der Küster der örtlichen Kirchengemeinde und versuchte Hubi zumindest einen Teil seiner Sorgen abzunehmen. Aber nein, Hubi wollte sich nicht helfen lassen. Nee. Dann kamen die Zeugen Jehovas. Oh nein. Aber von denen wollte Hubi sich natürlich erst recht nicht helfen lassen. Nee. Dann der Ehrenvorsitzende des Müttergenesungswerks, die drei von der Tankstelle, Vico Toriani, der Notdienst der anonymen Alkoholiker. Alle wollten Hubi helfen, aber nein, Hubi wollte sich nicht helfen lassen. Er musste sein Leben selbst in die Hand nehmen, doch damit war natürlich das Chaos komplett.
Hubi irrte einsam und verlassen durch die tristen Straßen der kalten Stadt. Er traf eine große Frau mit schönen Händen und kalten Füßen. Bei ihr suchte er Wärme, aber sie wollte immer nur das eine. Er sehnte sich nach Zärtlichkeit, sie wollte sein Geld. Er gab ihr alles und sie nahm es. Und das machte Hubi zu dem armen Tropf, der jetzt hier und heute vor ihm steht. Hubi aus Siegen! Hubi! Hubi! Was soll man da noch sagen? Nach diesem Wahnsinnstour kommen wir nun zu sieben hübschen Mädchen aus dem Mekka. Tschüss, Herr Marschall. Tschüss, Hubi. Tschüss. Komm gut nach Hause. Ja. Tschüss. 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 Wir kommen zu sieben hübschen Mädchen. Herr Marschall. Tschüss, Hubi. Tschüss. Komm bald wieder. Tschüss. Ja, was soll man dazu sagen? Nach diesem Wahnsinnstour kommen wir nun zu sieben hübschen Mädchen aus dem Mekka der Volksmusik. Die bayerischen Sieben in Landestracht, versteht sich, knackige Lederhosen. Und sie singen uns ihren neuesten Hit, Mollimäuschen. Und gerne wäre ich bei denen mal ein Mäuschen. Und dann kommen die Könige der Volksmusik. Patrona Bavaria hält heute noch schützend ihre Hände über die beiden. Das Nabtal-Duo und ihr Titel, ein bisschen was geht immer. Nicht nur das Licht, da ist noch was drin. Und wenn mein Schatz heut Abend kommt, hab ich noch was für ihn. Das heißt ja, Molly, Molly, Mäuschen, ich hab dich zum Fressen gern. Knusper, Knusper, Knäuschen, du sollst mir gehören. Molly, Molly, Mäuschen, Speck mag jeder Mann, ein schöner Mund, ein bisschen Hund, dann weiß die Balli dir an. Manche Mädchen wollen nur eins, einen starken Mann. Die Liebe geht bei dir und mir immer durch den Mann. Auch wenn mal schlechte Zeiten sind, ich hab nur dich im Sinn. Egal was kommt, du weißt, ich geh mit dir durch dick und dünn. Und dann so wie Molly, Molly, Mäuschen, ich hab dich zum Fressen gern. Knusper, Knusper, Knäuschen, du sollst mir gehören. Molly, Molly, Mäuschen, etwas Speck mag jeder Mann, ein schöner Mund. Der kompakte Offroader. Verblassen Ihre Farben beim Waschen? Ihre nicht.
Denn das neue Coral Intensiv schützt Farben und Fasern. Man sieht's und fühlt's. Coral entfernt Schmutz ohne zu bleichen und lässt die Farben aufblühen. Das neue Coral Intensiv. Sanfte Pflege und intensive Sauberkeit. In Frankreich ist ein Kristall Ausdruck für Leuchtkraft. Und Cristal Color von Garnier ist unsere Lieblingskoloration für leuchtend schöne Farben. Cristal Color pflegt Ihr Haar und ist ganz einfach anzuwenden, denn es ist ein Color Creme Gel. Cristal Color gibt dem Haar einen natürlichen Ton und gepflegtes Aussehen. Und das Beste? Cristal Color deckt Graushaar natürlich ab. Cristal Color, das erste Color Creme Gel von Laboratoire Garnier. Sat.1 Collection. Erhältlich im Modefachhandel. I'm walking, yes indeed I'm walking, just you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, I'm waiting for your company, I'm hoping that you come back to me. Es gibt gute Gründe, Qualität zu tanken. Aral. Alles super. Von Gillette Sensor. Der Rasierer, der die Feinheiten Ihres Gesichtes erkennen kann. Für das Beste im Mann. Sensorklingen auf sensiblen Federn tasten Ihre Haut permanent ab und passen sich individuell an. Gründlicher, sicherer, sanfter und bequemer Gillette Sensor. Mit dem anspruchsvollen Gillette Gel für den Mann die beste Rasur von Gillette. Gillette für das Beste im Mann. Deutschlands größtes Fernsehwunschkonzert. Die goldene Hitparade der Volksmusik. Und mit dabei sind diesmal Hansel Lang. Die Wildecker Herzbuben. Ich weiß, du bist nicht gern allein. Und schuld war doch nur der Apostolilla, die so jung. Vico Toriani. Und Truckstop. Die goldene Hitparade der Volksmusik. Dienstag, 20.15 Uhr in... Manchmal schaut's aus, als geht gar nichts voran. Ein Mensch weiß warum und nicht wie und nicht wann. Da hörst auf einmal eine Stimme von fern. Irgendwie wird schon wieder was werden. Denn ein bisserl was geht immer. Ein bisserl was geht immer. Schön langsam, aber sicher geht's voran. Ja, ein bisserl was geht immer, ein bisserl was geht immer. Und meistens geht's danach erst richtig an. Ja, manchmal hast du Durst, aber es gibt grad kein Bier. Und das Mädel, das magst wohl grad gar nix von dir. Das Geld langt nicht hinten und langt auch nicht vor. Doch schmeiß nicht gleich Blinden ins Korn. Denn ein bisserl was geht immer, ein bisserl was geht immer, schön langsamer.
Ja, ein bisserl was geht immer. Ein bisserl was geht immer. Erst 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 ein bisserl was geht immer. Ja, liebe Freunde, unsere Jury hat entschieden, unwiderruflich. Und ich bin sicher, ihr habt es euch nicht leicht gemacht. Aber ihr seid euch einig geworden, ne? Ja. Wolfgang. Ja. Wir beginnen mit Wolfgang Völs und dem dritten Preis. Ja, das ist der dritte Preis, die Vogelhochzeit. Gezeichnet von Philipp Stroh aus der dritten Klasse. Er ist 9 Jahre alt. Und der dritte Preis ist eine tolle Spielesammlung. Der Ravensburger Spielwaren. Lehrreich, unterhaltsam und toll spannend. Glauben Sie mir, einem gelernten Großvater. Ja, und den zweiten Preis, ja, den hat Heinz Eckner. Da haben wir das rausgesucht, nach schwerem Überlegen, weil wir gesagt haben, das wäre was, das ist richtig für Kinder, sie sollen im Freien spielen, sollen sich bewegen, sollen nicht so faul sein wie ich. Ich sitze da unten in der Ecke, ich tue nichts. Finde ich schön. Das ist gemacht. Dieses Bild ist gemalt von Roland Gardoll, 10 Jahre alt, und er geht in die 4. Klasse. Und er hat gewonnen einen Tag im Phantasialand in Brühl. Und zwar mit seinen Eltern. Er hat freien Eintritt zu allen Attraktionen. Er hat freie Fahrt, Bahnfahrt von dem Ort, wo er herkommt, zum Phantasialand in Brühl. Und er wird dann am Bahnhof abgeholt mit seinen Eltern in einem weißen Cadillac. Ja. Das war der zweite Preis. Und nun kommt eine Fanfare. Da, 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 da. Der absolute Hauptgewinn, ja, unser erster Preisträger, Lotti. Richtig. Wer ist das? Ich muss dich verbessern, es ist eine Preisträgerin. Wir haben uns für ein Bild entschieden. Ich zeige es jetzt erstmal. Es ist so hübsch gemalt und so kindlich gemalt und erzählt eine Geschichte. Also der lange Winter ist vorbei, jetzt kommt die Wäsche nicht mehr in den Trockner, was ja ganz gut ist für die Umwelt, da braucht man noch keine Energie, sondern sie kommt wieder auf die Leine, dann riecht sie auch viel besser. Und man sieht hier, der Vater ist gerade 50 geworden, die Mutter hängt ihre Winterhosen auf die Leine und die kommen dann in den Schrank, weil es da ja so kalt war den ganzen Winter. Im Frühling sieht die Welt doch wieder anders aus. Ja, und das nix? Ja. Vielen Dank, Heinz Eckner. Vielen Dank, Wolfgang Völs. Vielen Dank, Lotti Krieg. Frühlingsscheune im Dorf Münsterland, einen Engel. Ein 13-jähriges Mädchen, das ich wahnsinnig liebe. Meine Tochter Stella. Geschminkt fast wie ein kleiner
der Clown saß sie vor dem Spiegel, als ganz leise die Mama sprach: Stella, ich möchte dir was sagen. Seinen Haar und Augen wie zwei Sterne, Lippen rot wie Kirschen, frisch vom Bad. Du bist wie ein Engel, der auf Erden ist. Du brauchst doch kein Make-up, du bist wunderschön, einfach wie du bist. Kleine Kinder werden groß, sie war jetzt süße 13. Und vor dem ersten Rendezvous ging sie wieder ins Zimmer ihrer Mama. Und genau wie es damals war, saß sie vor dem Spiegel, als ganz leicht der Papa sprach: Stella, auch ich möchte dir etwas sagen. Deinen Haar und Augen wie zwei Sterne, Lippen rot wie Kirschen, frisch vom Bad. Oh, du bist wie ein Engel, der auf Erden ist. Zauberhaftes Mädchen, du bist wunderschön, einfach wie du bist. Du bist wunderschön, einfach wie du bist, einfach wie du bist. Sie ist in der Tat wunderschön und ich habe sie auch wahnsinnig lieb. Ich habe auch meine Enkelkinder lieb. Inzwischen bin ich ja Opa, das weiß ja die ganze Welt. Zwei Enkelkinder, Julius 6 Jahre und die Mia 4 Jahre. Und wir waren vor wenigen Wochen spazieren in Baden-Baden in unserem wunderschönen Kurpark. Und unsere wusselige Mia, die rannte immer ein paar Meter vorweg und verschwand plötzlich in einem Gebüsch. Und da hörten wir ihre Stimme. Opa, Opa, komm mal, ich hab bei mir Schweinchen gefunden. Sag, Mia, das kann doch gar nicht sein, hier bei uns im Park gibt's doch keine Meerschweinchen. Doch, Opa, du musst mal gucken, das ist tatsächlich ein Meerschweinchen. Ich natürlich, ich folge ja immer, wenn sie mich ruft, geh hin. Und was fand sie? Ein Meerschweinchen. Und tierliebend wie wir sind, haben wir das Meerschweinchen mit nach Hause genommen. Aber da hatten wir ja schon eins. Nur wir wussten nicht, dass das ein Mädchen war. Und das, was wir gefunden hatten, das war ein Junge. Und inzwischen haben wir 25 Meerschweinchen zu Hause. Meine lieben Freunde, jeder ist seines Glückes Schmied. Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und einer, der immer ein heißes Eisen im Feuer hat, der in seiner Glücksschmiede, in seiner Schlagerschmiede einen Hit nach dem anderen produziert, den haben wir heute Abend hier. Und ganz besonders auf ihn freue ich mich. Er ist hier mit seiner Band und mit Margot und seinem neuen Titel, Matthias Reim und Baron. Einmal Tränen, wieder mal geht gar nichts mehr.
im Kreis. Es ist, was ich weiß, doch kapieren, das fällt jetzt so schwer. Es kann doch nicht wahr sein, will nicht in den Kopf rein. Himmel, was ist denn hier los? Mit so viel Gefühlen zwischen den Stühlen und trotzdem, wir lassen nicht los. Sag mir, warum? Matthias Reim und sein neuester Hit, Warum? Ja, und der Matthias und ich, wir haben beide mal klein angefangen, aber in unserer Branche gibt es immer wieder hoffnungsvollen Nachwuchs. Und wir haben unseren Nachwuchs gefragt, könnt ihr uns ein Frühlingslied singen? Und da hören wir mal rein. Wir sind schon da, alle Vögel auf. Wie die Pfeifen zwitschern, musizieren. Frühling will nun einmarschieren, kommt mit Dank und Schallen. Fidirallala, fidirallala, Schnittlöckchen, klingelingeling, Schnittlöckchen, kling. Oma sitzt am Fenster, Opa sieht Gespenster, Dracula und Frankenstein hauen sich die Köpfe ein. Fidirallala, fidirallala, fidirallalala, Amsel, Drossel, Fink und Star, und die ganze Vogelschar. Fidirallala. Ja, Fidirallala, das waren die Frühlingslieder unserer Kleinen. Gibt es etwas Schöneres als Frühlingsstimmen, Vogelgezwitscher und unsere Kinderstimmen? Ich habe jetzt gleich eine ganze Schar Kinder, Mädchen anzusagen. Hier sind sie mit einem Frühlingslieder-Medley, unsere Trixie-Mädchen aus Wanne-Eickel. Der Winter ist da, wenn ich sehe, es mein.
Ein Hauch von Frühling. Der Trixie-Mädchenchor hat ja wunderbar gemacht. Und wir kommen jetzt zu einem Weltstar. Auf dem Weg nach Amarillo tat er für seine Maria alles, was er nur tun konnte. Zurzeit ist er auf großer Deutschland-Tournee. Eine tolle Stimme. Man nennt ihn Mr. Jam. Going to Havana. Hier kommt Tony Christi. Ja, und wir haben noch einen Weltstar hier bei uns in der Festscheune. Und sowas gibt es natürlich nur bei Sat.1 in unserer großen Frühlingsshow. Ein Hühne, 2 Meter groß ist er und gigantisch sind seine Erfolge. I've been looking for freedom. Das war sein erster großer Hit bei uns in Deutschland. I've been looking for David and I found him. Ich habe nach ihm geguckt und ich habe ihn gefunden. Heute haben sie hier bei uns auf der Bühne. David Hasselhoff, sein neuester Hit, Casablanca! Dream.
Tesloff vom President. David Tesloff vom Bestand. Nach Casablanca. Da meine lieben Freunde, meine Damen und Herren, hier in der Feststunde, in den Freunden, meine Damen und Herren, im Land der Feststunde, eben ab sofort, von diesem Abend, von dieser großen Satz 1, von Röding Show, eine LP, eine MLG, eine LP, eine CD, und natürlich auch eine CD, mit all den Stars und ihren Hits, die Sie heute Abend hier hören konnten. Mein Weg hierher, ins Dorf Münsterland, das war kein leichter. Ich fing an, ganz klein, als Junge, mit der Blockflöte. Dann strich ich die Geige als Sechsjähriger. Mit 8 Jahren spielte ich Klavier zum ersten Mal und dann war es soweit. Dann lernte ich meine vielen schönen Reihen kennen. Sie reichte für sie den Sonnenschein, so meint sie, die reichte mit ihrer Hand. Junge passt, um ein Netz in mir der Traum. Die Junge, die Welt ist schön. Von diesem Zeitpunkt an weiß ich, in der Heimat ist es doch am schönsten. Heute kommen wir auf die Pauken. Ja, wir machen durch. So ein Tag, so schön wie heute, ist für uns die beste Medizin. Komm, gib mir deine Hand, denn heute feiern wir. Wir sind so froh gelohnt und haben es Lohn dafür. Es wird ja Arzt gemacht, solange es die ganze nur für dich da, oh bitte, oh ja, oh ja, oh. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja.
schon morgen viel zu spät. Die Welt ist wunderschön, das muss ein jeder sehen. Uns sind auch Sorgen da, die hat ein jeder ja. Wir wollen ganz zufrieden sein und trinken Bier und Schnaps und Wein. Sing! Schöne Mai, hast du heute für mich Zeit? Bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh ja, oh. Schöne Mai, glaub mir, so jung wie heute. Oh ja, oh ja, oh. Kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht ist es schon morgen viel zu spät. Jawohl! Ist das Abitur nichts mehr wert? Talk im Turm. In wenigen Minuten in Sat 1. Wissen Sie, man sagt hier im Hafen, wir handeln den besten Kümmel. Und so war ich auch nicht weiter erstaunt, dass die Herren von Bommerlunder sich zu einem Geschäftsbesuch ankündigten. Erstaunt war ich erst, als ich die Mengen hörte. So wenig. Ja, die Herren sagt, sie brauchten nur wenig, damit der Kümmel nicht so durchschmeckt. So wäre das Bommerlunder, der Aquavit mit dem feinen Aroma. Ja, ja. Je kleiner, desto feiner. Vom 190er Mercedes gibt es jetzt drei Avantgarde-Modelle. Avantgarde Rosso. Avantgarde Azzurro. Und Avantgarde Verde. Selbstverständlich bieten wir Ihnen den 190er aber auch weiterhin in unseren bewährten Grautönen an. Die 190er Avantgarde-Modelle, jetzt bei Mercedes-Benz. Von Gillette Sensor, der Rasierer, der die Feinheiten Ihres Gesichtes erkennen kann. Für das Beste im Mann. Sensorklingen auf sensiblen Federn tasten Ihre Haut permanent ab und passen sich individuell an. Gründlicher, sicherer, sanfter und bequemer Gillette Sensor. Mit dem anspruchsvollen Gillette Gel für den Mann die beste Rasur von Gillette. Gillette für das beste Mann. Cognac Hennessy. It works. Altdeutscher Kuchen aus der Tiefkühltruhe. Genieß ein Stück Erinnerung. Genieß ein Stück Erinnerung. Altdeutscher Kuchen. Man nehme Dr. Oetker, denn Qualität ist das beste Rezept. Sie kannten uns als Interrent Autovermietung. Jetzt heißen wir Europcar. Aber ansonsten ist noch alles so, wie Sie es kannten. Europcar, wir ändern unseren Namen. Sonst ändert sich nichts. Sidolin streifenfrei. Neu, das superkleine Nachfüllkonzentrat. Umfüllen ohne Kleckern, Wasser, fertig. Sidolin, superkleines Nachfüllkonzentrat. Weniger Abfall spart Geld. Lassen Sie sich von den Händen Ihres Friseurs verwöhnen. Keiner kann Ihre Haare schöner pflegen als er. Seine perfekte Pflege können Sie mitnehmen und zu Hause fortsetzen. Mit System Professional von Wella. System Professional. Nur beim Friseur. Wella. Perfectly you. Parfum Créature. Oh.
hast du denn jetzt vor, mein Junge? Ich wollte gerade einen Augenblick raufgehen. Ich meine, was du in Zukunft vorhast. Ja, in Zukunft. Das ist ziemlich schwer zu sagen. Du siehst doch aus wie einer, der sich vor den Mädchen kaum retten kann. Oh, nein. Lassen Sie mich raus. Nicht nervös werden. Wenn du heute nicht mit mir schlafen willst, kannst du mich jederzeit anrufen und wir werden etwas arrangieren. Oh. Hast du verstanden, was Lassen ich gesagt Sie mich habe? Raus. Die Reifeprüfung. Benjamin, hast du mit irgendjemand ein Verhältnis? Du wirst Elaine nie wiedersehen. Niemand. Ich befehle es dir. Ist das klar? Die verheiratete Frau, von der ich dir erzählt habe, das war nicht irgendeine Frau. Raus mit dir! Raus hier! Raus! Raus! Die Reifeprüfung. Morgen, 21.15 Uhr in Sat.1. Talk im Turm, heute mit Hartmut Schiedermeier, Präsident des Hochschulverbandes. Er behauptet, das Abitur ist nichts mehr wert, daran schuld seien die Kultusminister. Hans Schwier, Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, gibt die Schuld an die Lehrer weiter. Ursula Scharschmidt, Gymnasiallehrerin, sagt, das Abitur ist genauso gut wie vor 20 Jahren. Rainer Ortlieb, Bundesbildungsminister, möchte die überfüllten Universitäten für Berufstätige öffnen. Michael Schulze, Student, klagt, die Bildungspolitik wird auf unserem Rücken ausgetragen. Und Marlies Möller, Friseurin, hat gezeigt, man kann auch ohne Abitur Karriere machen. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Talk im Turm im Hilton Hotel zu Berlin. Herr Schiedermeier, nun ist es raus. Sie haben gesagt, die Universitäten sind überfüllt. In der Tat, es gibt heute so viele Studenten, wie es Lehrlinge gibt. Sie haben gesagt, die Studenten entsprechen nicht mehr ihren Vorstellungen. Auf Deutsch sind sie blöd. Drittens, es müssen Studenten weg. Man muss einen anderen Bildungsweg suchen. Aber an der Misere schuld sind die Kultusminister. Die müssten zuerst weg. Nun steht Ihre Forderung, ob Sie uns das mal erklären, warum Sie so radikal an die Wurzel meines Kultusminister gehen. Es sind immerhin 17 Stück, wenn ich es richtig gezählt habe. Herr Böhme, die Geschichte mit dem Rücktritt der Kultusminister ist ganz schnell erzählt. Ein Redakteur einer großen deutschen Tageszeitung hat mich gesagt... Ach, die Journalisten sind schuld. Oh nein, nein, nein. Ich bin rein nur beim Tatbestand, also noch nicht beim Verschulden. Noch nicht. Hat mich gefragt, was halten Sie davon, dass die Kultusministerkonferenz dem Gedanken näher tritt, die Hochschuleingangsprüfung einzuführen, weil das Abitur nichts mehr wert sei. Daraufhin war meine Antwort, die ich auch im Sinne der Logik auch heute noch für überzeugend halte, wenn das Abitur nichts mehr wert sei oder nichts mehr wert ist, dann müssen diejenigen, die dafür die politische Verantwortung tragen, und das sind die Kultusminister, zurücktreten. Denn das ist die politische Verantwortung desjenigen, der eine Zuständigkeit besitzt. Das war sozusagen meine Äußerung. Nun, wie ist das mit den Studenten? Sie sind ordentlicher Professor für öffentliches Recht, für Völkerrecht. Ja. Wenn ich es recht sehe, in Bonn, nicht wahr? In Köln. In Köln. Jetzt wirft man im Rheinland schon alles zusammen. In Köln. Und wenn Sie die so ansehen, wenn Sie in Ihre Vorlesungsrunde gucken, oder wenn Sie Übungen halten oder wenn Sie im Seminar sind, sind die denn durch das Abitur vorbereitet auf Ihre Universitätskarriere, auf Ihr Studium, auf ein akademisches Studium? Herr Böhme, um eines ganz klar von vornherein zu sagen, den Satz, die Studenten sind zu dumm, würde ich niemals unterschreiben, auch aus meiner Praxissicht. Das stimmt einfach nicht. Ich würde die Sache beleben. Das ist klar. Ja. Würde sie beleben, aber Belebtheit ist nicht alles. Also richtige Tatbestände zu sehen, ist auch ganz wichtig. Schauen Sie, natürlich gibt es die fantastischen Studenten, aber in der Überfüllung der Universität, und ich würde auch jedem Kultusminister und jedem Interessierten mal dringendst empfehlen, ohne hier belehrend wirken zu wollen, mal eine Übung mit 600 jungen Menschen
einfach mal zu besuchen. Ich weiß gar nicht, ob es viele Kultusmeister gibt, die die Anschauung haben, ein Semester lang in einem Saal mit 600 Leuten. Nein, ein Semester Leuten. Kann sich das keiner leisten. Nein, auch nur eine Stunde. Welche Herausforderung für uns alle das ist. Schön, die Überfüllung. Jetzt sollen noch mehr Studenten, auch Berufstätige, auf die Universität. Ich sage ganz klar, wir sind für jedermann offen. Allerdings unter einer Voraussetzung, dass er das nötige Rüstzeug für ein wissenschaftliches Studium mit sich bringt. Können Sie das mal definieren? Da sind wir sicher. Das kann man schon. Das wird angestrebt, etwa in einer funktionierenden Schulausbildung, Gymnasialausbildung, mit der allgemeinen Hochschulreife, die Grundtechniken, den Umgang mit der deutschen Sprache, die Mathematik und dergleichen, Fächer, Geschichte, naturwissenschaftliche Fächer. Das ist der berühmte Streit um den Grundkanon der Fächer, wo sich auch vieles verbessert hat in den letzten Jahren. Wir sind der Meinung, da können wir nicht darauf verzichten. Wenn einer ein wissenschaftliches Studium ergreift, muss er auch mit diesem Rüstzeug ausgestattet sein. Herr Schulze, seit 20 Jahren bin ich auch, allerdings nur nebenberuflich, in einer Weiterbildungseinrichtung tätig. Und ich kenne die Probleme von Berufstätigen, die, wenn sie unter wissenschaftlichen Bedingungen ausgebildet werden, sozusagen doch Defizite zeigen, wofür sie gar nichts können, die man eben im Umgang mit der Wissenschaft braucht. Und das ist sehr schwer, das nachzuholen. Und da glauben wir, dass auf der Universität die Defizite etwas zu groß geworden sind und fürchten, durch noch mehr Studenten in der Überfüllung, durch noch mehr Studenten, die wir kaum bewältigen können, die uns zwar Berufstätigen, die nicht die nötigen Voraussetzungen für ein wissenschaftliches Studium mit sich bringen. Halten wir mal fest, das Abitur schafft nicht die ausreichende Voraussetzung zu studieren. Herr Schwier, dienstältester Kultusminister so in Deutschland. Ist es, ja. Wie lange werden Sie noch da sein nach seiner Forderung? Ich habe natürlich von Herrn Siedermeyers Forderung, die jetzt ein bisschen genauer dargestellt worden ist. Er ist etwas milder jetzt im Augenblick mit Ihnen. Ich habe mich davon natürlich angesprochen gefühlt. Ich habe als erstes gedacht, sollst du jetzt den Rücktritt von Herrn Siedermeyer fordern, weil der, glaube ich, noch länger Vorsitzender des Hochschullehrerverbandes ist als ich Kultusminister. Aber ich denke, das bringt ja auch nichts. Aber wir haben uns schon sehr früh beklagt über die Zustände. Richtig, aber sich über die Zustände zu beklagen, ist eine allgemein menschliche und, wenn ich das recht zurückverfolge, schon in Griechenland durchaus übliche Verfahrensweise von Leuten gewesen, die es mit jungen Leuten zu tun Gehen haben. Gehen wir zurück nach Nordrhein-Westfalen. Wie ist es denn da? Ja, ich glaube, eines können wir doch aus Erfahrung feststellen. Junge Leute, die über eine Berufsausbildung und Berufstätigkeit dann ein Studium begonnen haben, die haben schneller studiert, erfolgreicher studiert und auch sehr viel bewusster studiert. Von daher sehe ich also nicht die Gefahr, dass dadurch ungeeignete Studenten auf die Hochschulen kämen. Und im Übrigen dieser Vergleich mit den Lehrlingen und Studenten, der hinkt ja deswegen, weil ein Lehrling im Allgemeinen sehr viel schneller fertig wird mit seiner Ausbildung, als es ein Student tut. Und da könnten wir ja mal die Frage stellen, woran das denn wohl liegt, dass Studenten so lange brauchen. Das hat wahrscheinlich sehr viel weniger mit der Schule zu tun. Aber die Frage ist auch noch interessant, was ist das eigentlich Studierfähigkeit? Ja, eben, das ist es. Ja, wollen wir das mal... Also ich habe verschiedene Professoren danach gefragt und ganz verschiedene Antworten bekommen. Je nachdem, ob es sich um einen Geisteswissenschaftler, einen Naturwissenschaftler, ob es sich um einen Mediziner, um einen Juristen handelte, alle haben mir gesagt, also er muss der deutschen Sprache mächtig sein in Wort und Schrift. Na gut, das sind wir auch, da müssen wir nicht studieren. Richtig. Und er hat dann noch gesagt, er müsste eigentlich relativ gut Englisch können, um die Literatur, überhaupt die internationale Literatur lesen zu können. Aber dann ging das kräftig auseinander zwischen dem Mediziner. Und ich denke, dass zum Beispiel ein Zahnarzt es ja nicht nur im Kopf, sondern auch in den Händen haben muss. Sonst tut das sehr weh, wenn der weiß, was am Zahn fehlt, aber nicht weiß, wie er das macht. Also ich habe immer versucht, einen zu finden, der beides kann. Und das ist sehr schwer in der Schule zu lernen. Das ist Abitur schwerer machen. Herr Schulze, was studieren Sie? Informatik und Berufspädagogik. Fühlten Sie sich durch die Oberschule, durch das Gymnasium ausreichend vorbereitet auf ein Studium? Also in dem, was Herr Schiedermeier gesagt hat, eher nicht. Ich habe auf der Schule gelernt, mit Menschen umzugehen und mich selbst zu organisieren im Kurssystem, was ich für sehr gut halte. Das hat mir an der Hochschule geholfen, dort schnell klarzukommen. Kurssystem ist die neue Art, in der Oberstufe Wissen zu vermitteln. Seit also nicht mehr ein Jahren. Klassenverband. Also 20 Jahre neu. Okay, ja. Aber ich sehe es seinem alten Mann nach, dass er das immer noch neu nennt. Ja. Gut.
Kurssystem heißt, man sucht sich selber Kurse aus, die man besucht, um sich abiturreif zu machen. Welche Kurse haben Sie besucht? Mathematik und Physik als Leistungsfach. In welchen Fächern sind Sie vor dem Abitur geprüft worden? Mathe, Physik, Deutsch und Geschichte. Professor Schiedermeier, reicht sowas aus für ein Abitur, von dem Sie sagen, jetzt ist er reif für meine Universität? Herr Böhme, die hochqualifizierten Studenten haben überhaupt keine Probleme mit dem Kurssystem. Unsere Sorgen liegen bei einem anderen Fall von Studentinnen und Studenten, die etwa Naturwissenschaften abgewählt haben. Gut gespielt aus dem Halbfeld heraus von Sabatini. Respekt. Allerdings der Versuch von Steffi da Rückhand Longline zu spielen. Nicht hundertprozentig gelungen, der kam schön auf den auf die Vorhand von Sabatini Einstand. Aufs Tee. Netz und rein. Gut gespielt von Sabatini. Und ein Großteil des Publikums springt zum ersten Mal auf. Also doch, das prägt. 2-1 für die Argentinierin im ersten Satz. Sie das kleine Geheimnis, einen Augenblick zum Genuss zu machen. Nescafé Orient Mocha. Schwarz wie die Nacht und süß wie ein Traum. Lassen Sie sich von seinem Genuss verzaubern und entdecken Sie sein orientalisches Geheimnis. Den typischen feinen Mokka-Satz. Nescafé Orient Mocha. Der Genuss, der verzaubert. Steffi, während der Seitenwechsel noch läuft, spricht darüber, dass sie ihr Spiel verändern will. Steffi kurz darüber zu den englischen, zu den amerikanischen Kollegen, dass sie ihr Spiel verändern will und dass sie wisse, dass da nicht alles zu Anfang hundertprozentig gelingen kann. Und für sie heißt es natürlich in den ersten Wochen, Monaten nicht so sehr auf die Ergebnisse, die Resultate zu starren. Da gäbe es schon frustrierende Momente, aber auch das werde wohl vorübergehen. Ansonsten hat sie gesagt, zwar nicht eben, aber allgemein, dass sie hofft, das bis zum Sommer hinzukriegen. Eine andere Frist ist auch das Jahresende, das wir natürlich ein bisschen sehr haben. Break vor Sabatini, 2-1, 15-0.
segelt ins Aus. Sehr sicher, sehr druckvoll das Spiel der Argentinierin, die ja in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen Oberwasser erhalten hat, bekommen hat, was Spiele gegen Steffi angeht. Ein klares Spiel, das erste zu Null Spiel überhaupt. 3-1 Sabatini. Das, was ich eben andeutete, noch kurz zu belegen. Insgesamt zum 22. Mal, 21-10 die Statistik für Steffi, aber nach dem 11-0 in der Frühzeit, es ist 10-10 oder etwas noch negativer zu formulieren, seit den US Open 1990, als Sabatini zum ersten Mal ihren Grand Slam-Titel gewann, heißt es 7-3 für die Argentinierin. Der Lieblingsgegnerin von einst ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Gegnerin geworden. Ich will nicht von einer Angstgegnerin sprechen, aber eine Spielerin, vor der Steffi sehr viel Respekt zu haben scheint, auch heute. Steffi versucht es, zieht die Rückhand immer wieder durch. Das soll Teil ihres neuen Spiels werden. Hier auch über die Angaben, wie immer gern rechts die Spalte in Prozenten. Über die Überlegenheit von Steffi. Ja, also 15-2. 15 Siege, 2 Niederlagen. Sabatini ist inzwischen bei 30-3. Steffi natürlich gehandicapt, was die Anzahl der Spiele angeht, durch ihre Krankheit zu Jahresbeginn. Sehr sicher, sehr schnell. Steffi nicht mit der ausreichenden Geduld in dieser Phase. Auf Asche, dies ist ihr erstes Aschenplatzturnier der neuen Saison. Muss man Geduld haben und das weiß sie. Sie sagt, ich bin nun mal eine ungeduldige Person. Sie handelt wider besseres Wissen. Okay, Sabatini. 4-1 für Sabatini. Und Steffi hat in den letzten zwei Spielen nicht einen einzigen Punkt gemacht. Es kann im Grunde nur besser werden. Stu, Stu, Stu.